Ich habe die Überschrift genannt Glaubenswerte für montags oder für die Woche, verbindliche Nachfolge. Und ich habe vor einiger Zeit in einem Buch von Günter Kallmann, der ist oder war bei Jugend mit einer Mission leitend tätig, das Buch hatte den Titel Leidenschaftliche Leiterschaft, da habe ich folgenden Satz gelesen. Kallmann schreibt, im Laufe der Jahrhunderte hat die Erfüllung des Missionsbefehls häufig darunter gelitten, dass zwei wichtige Dinge unterlassen wurden. Zum einen wurden viele Menschen nicht zu Nachfolgern gemacht, sondern einfach nur zu Bekehrten. Und zweitens achtete man nicht darauf, sie gehorsam zu lehren, sondern einfach nur Wissen zu vermitteln. Offensichtlich ist es einfacher, Menschen dahingehend zu beeinflussen, dass sie richtig denken, statt sie dahin zu bringen, dass sie auch richtig handeln. Verbindliche Nachfolge. Was heißt das, vom Bekehrten zum Nachfolger zu werden? Und ist das überhaupt nötig? Dazu drei Punkte, die man auch als Werte bezeichnen können. Erstens Hingabe an Jesus. Zweitens geistliches Wachstum. Und drittens authentisches Leben. Zunächst also Hingabe an Jesus. Ich glaube, den Begriff kennen wir irgendwie alle. Er entspringt so ein Stück weit unserem christlichen Vokabular. Höchstwahrscheinlich werden Menschen, die keine Christen sind, mit diesen Insiderbegriffen nicht wirklich weiterkommen. Stellt euch vor, wir sagen zum Beispiel in einem Gespräch mit Menschen, die Jesus nicht kennen, den Satz, bevor ich dir von der notwendigen Hingabe an Christus berichte, möchte ich dir zunächst ein Zeugnis seiner Gnade und meiner Erlösung geben. Was für eine Hingabe, wird der sich fragen. Was soll ich hingeben und wem und wie? Und vor allem, was bekomme ich jetzt für ein Zeugnis und wovon muss ich erlöst werden? Das heißt, wir haben schon so ein bisschen unsere eigene Sprachkultur entwickelt, mit der man außerhalb unserer Gebäude nicht unbedingt immer so viel anfangen kann. Wir waren in der FEG Geiswald, meine Muttergemeinde sozusagen, parallel zum Gottesdienst morgens mit den Teens in einem eigenen Gottesdienst zusammen. Und da konnte man hier und da das auch schon mal erleben. Man stellte den Teens eine Frage und die Antwort war dann zum Beispiel, weil Jesus Christus uns von der Welt errettet hat. Und dann haben wir einfach mal nachgefragt, was hat Jesus getan, euch errettet? Was bedeutet das denn? Von wem errettet? Von der Welt? Hä? Wie kann man denn von der Welt errettet werden? Darauf leben wir doch. Und wieso hat Jesus das denn getan? Und vor allem, wie hat er das denn getan? Und das Ganze war echt schon mal sehr hilfreich. Und der ein oder andere merkte, okay, hier habe ich was übernommen. Ich habe hier Sätze übernommen, einstudierte Sätze, die zwar richtig sind, von denen, die ich in Wirklichkeit aber überhaupt nicht weiß, was sie bedeuten. Hingabe an Jesus. Sicherlich haben wir uns irgendwann im Laufe unseres Lebens mal gefragt, wieso Jesus eigentlich in diese Welt gekommen ist. Oder wir hatten ein Gespräch mit am Glauben Interessierten und redeten mit ihnen darüber. Und wir werden sagen und haben gelernt, dass Jesus gekommen ist und, jetzt wird's wieder christlich, den Weg zum Vater freizumachen, um uns mit Gott zu versöhnen und letztlich, um nach dem körperlichen Tod ewig bei ihm im Himmel zu sein. Das ist ja auch 100% richtig. Und da kann man ja auch nur Halleluja zu sagen. Aber Jesus hat in dieser Zeit auf der Erde ja auch ein Leben gelebt. Er hat Dinge getan, die ihm wichtig waren. Er hat einen Lebensstil gelebt, der gezeigt hat, was Gott möchte und wie Gott sich ein Leben vorgestellt hat. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr ja mal im 4. Kapitel vom Lukas-Evangelium lesen. Da hält Jesus seine erste Predigt in Nazareth. Und er zitiert aus dem Propheten Jesaja. Und zusammengefasst sagt er da, ich bin gekommen, um Gefangene in Freiheit zu führen, frei zu machen. Gefangen sein kann man auf vielfältige Art und Weise. Ich kann von Sünde gefangen sein, von Menschen, von Arbeit, von Krankheit, vom Smartphone, von Geld, von Internet, von Süchten und. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, um Gefangene, um mich, um dich und alle anderen in die Freiheit zu führen. Und die Frage ist,
Folge ich eigentlich Jesus in dem, was er da tut? Führe ich, führst du, führen wir als Gemeinden Menschen in Freiheit? Hingabe an Jesus bedeutet, dass ich Dinge tue, die Jesus tue, oder? Führe ich Menschen in Freiheit? Mache ich aus dieser Welt einen besseren Ort zum Leben? Oder anders gesagt, bin ich, bist du, sind wir als Gemeinden Teil des Problems in dieser Welt oder sind wir Teil der Lösung? Und diese Welt hat ein Riesenproblem. Gottesferne, Gefangenschaft, Sünde, Mord, Korruption, Lieblosigkeit. Sind wir Teil des Problems oder sind wir Teil der Lösung? Folgen wir Jesus in seinem Werk? Folgen wir Jesus in dem, was er getan hat? Tun wir das, was Jesus tut? Das wäre Hingabe. Nachfolge ist Hingabe. Nicht alle, die hierher sagen, werden das ewige Leben bekommen, hat Jesus mal gesagt. Nicht alle, die sich Christen nennen, sind wirklich Nachfolger. Ich habe manchmal Angst davor, dass unser Fokus zu stark darauf liegt, den Menschen, die Jesus kennenlernen wollen, eher eine christliche Kultur zu vermitteln und weniger Christus selbst. Und dass wir dadurch vielleicht die enge Pforte auf dem Weg zu Jesus noch ein bisschen enger machen. Wir sagen den Menschen vielleicht immer seltener einfach nur, du kannst Jesus kennenlernen. Und Jesus liebt dich genauso, wie du bist. Und Jesus wird dir den Vater zeigen. Und Jesus wird dich frei machen. Wir sagen ihnen vielleicht eher, hier ist Jesus, hier ist der Hauskreis, hier ist die Gemeinde und bei der Anbetungszeit machen wir es so und so und beim Abendmahl so und so und wenn du mitarbeiten möchtest, musst du auf dieses und jenes achten. Verstehe mich nicht falsch, ich bin jetzt der Letzte, der sagt, dass es im Zusammenleben zwischen Menschen keiner Regeln bedarf. Und das gilt auch gerade für uns Christen. Wir denken an den Brief an die Korinther. Aber es könnte trotzdem der Eindruck entstehen, richtig gut, richtig hingegeben, bin ich erst, wenn ich mich an diese Regeln halte und Dinge tue. Und das ist nicht richtig. Es geht in unserem Leben nicht darum, ein guter Christ zu werden oder zu sein. Das hört sich fremd an, oder? Fast schon ketzerisch. Es geht nicht darum, ein guter Christ zu sein, denn das setzen wir doch oft mit dem gleich, was einer tut. Der eine hat 10.000 Euro gespendet oder ein Grundstück, der andere arbeitet in 5 Gemeindegruppen mit und putzt noch die Klos. Und wieder ein anderer übernimmt immer alle Andachten und alle Organisationen und kümmert sich um die Anbetungszeiten. Nein, es geht darum, ein verbindlicher und ein konsequenter Nachfolger zu werden. Und das setzt Hingabe voraus. Das zu tun, was Jesus tut, da zu sein, wo Jesus ist. In Lukas 10 können wir lesen, wo Jesus unterwegs ist nach Bethanien. Es gibt da 2 Hausgemeinden und Jesus besucht die von Maria und Martha. Maria geht sofort mit Jesus und den Jüngern ins Wohnzimmer und setzt sich zu seinen Füßen. Martha besorgt Sitzmöglichkeiten, kocht das Essen, reicht Getränke, stellt Erdnüsse auf den Tisch, bringt den Müll raus, bezieht die Betten, bereitet noch den Anbetungsgottesdienst des nächsten morgens vor, wäscht noch die Gardinen aus der Gemeinde, macht noch Besuche und, und. Und das sind alles Arbeiten, die sie sich normalerweise mit Martha teilen wollte, dachte sie zumindest. Und als sie dann merkt, dass es ihr zu viel wird, geht sie rein zu Jesus und erwartet von ihm, dass er ihr Martha rausschickt. Und wir kennen Jesu Antwort aus der Luther-Übersetzung. Martha, Martha, du hast viel Mühe, aber Maria hat das gute Teil erwählt. Jesus sagt, liebe Martha, ich sehe, wie du dich reinkniest. Ich sehe deine ganze Sorge und Mühe, die du dir machst. All das organisieren, dass es läuft. Nichts dem Zufall überlassen, nur das Beste vom Besten. Aber Martha, was du als erstes brauchst, ist da zu sein, wo ich bin, in meiner Nähe, ganz, ganz dicht bei mir. Lasst uns das mitnehmen als ersten Punkt von heute Morgen. Hingabe bedeutet, nah bei Jesus zu sein.
Ich schaffe Raum in meinem Leben, um Jesus zu treffen. Viele Menschen wollen Gott verstehen, aber nur wenige wollen ihm wirklich begegnen. Viele sagen, Herr, wenn ich dies und jenes verstehen würde, dann will ich dir folgen. Nein, es geht darum, Gott zu begegnen, ihm nahe zu sein. Das ist der Kern des Evangeliums, das ist der Kern von Hingabe, Immanuel. Gott ist mit uns, Gott ist in unserer Nähe. Beziehungen baue ich selten in einer großen Gruppe auf. Wenn ich den Michi zum Beispiel richtig kennenlernen wollte, dann geht das nicht an einem Sonntagmorgen in der Gemeinde, wo man immer so hin und her wuselt und man eigentlich gar keine richtige Zeit hat, in die Tiefe zu gehen. Wenn ich ihn kennenlernen will oder er mich, dann würden wir uns einladen, wir würden einen Termin machen, würden uns treffen, würden zusammen essen, würden uns austauschen, würden uns kennenlernen. Und genauso werden wir unsere persönliche Beziehung zu Jesus selten an einem Sonntagmorgen oder in der Gebetsstunde oder in einem Hauskreis intensivieren können. Denn wie der Begriff persönliche Beziehung schon sagt, es ist eigentlich nur persönlich möglich, in einer reservierten Zeit, in der ich mir nicht nur die Zeit zum Beten nehme, sondern noch wichtiger, die Zeit zum Hören. Ich schaffe Raum in meinem Leben, um Jesus zu treffen. Wie soll ich das machen? Fragst du vielleicht, ich habe ja nie mal Zeit, meine Freunde zu treffen. Wie soll das denn dann mit Jesus funktionieren? Ja, ich weiß, das ist eine ziemliche Herausforderung. Das muss man lernen, gerade in unserer Zeit, die so dicht und so schnell geworden ist. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine Verantwortung, die uns leider keiner abnimmt. Es geht letzten Endes darum, wie ich meine Prioritäten setze. An welcher Stelle steht Jesus in deinem persönlichen Leben? Wirklich so, wie du es in Liedern oft singst, bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen, nichts soll mich von dir vertreiben, will an, wie heißt es weiter? Richtig, will an deinen Wegen gehen. Oder Jesus, du bist allein, Jesus, du allein bist genug. Und interessant ist auch, dass das Lied Näher, mein Gott, zu dir in unseren Liederbüchern unter der Überschrift Hingabe, Nachfolge steht. Aber es ist inzwischen der Chartbreaker bei Beerdigungen geworden. Kürzlich sagte mir einer, der für eine halbe Stunde gemeinsamen Gebets eine Stunde Fahrzeit in Kauf nimmt, wieso findest du das ungewöhnlich? Wenn ich gut essen gehen will, fahre ich unter Umständen noch weiter. Eine Frage der Prioritäten. Ob und inwieweit du ein hingegebener Nachfolger bist, entscheidest du selber. Und daraus resultiert, ob und inwieweit wir hingegebene Gemeinde werden. Und wiederum daraus resultiert, wie hingegeben wir an diese Welt sind. Hingabe bedeutet, nah bei Jesus zu sein. Das zweite, geistliches Wachstum, das baut alles aufeinander auf. Wenn du geistlich wachsen willst, sagst aber zur Hingabe, bin ich nicht bereit oder habe ich keine Zeit zu, dann wirst du nicht geistlich wachsen. Was ist geistliches Wachstum? Zunächst einmal ist geistliches Wachstum der ganz normale Verlauf unseres christlichen Lebens. Die Bibel vergleicht Christwerden immer wieder mit einer Geburt. Wer zum Glauben findet, ist in Glaubenssachen zunächst einmal ein Baby. Und wie auch im natürlichen Leben, muss nun in unserem Glaubensleben dieser Wachstumsprozess stattfinden. Paulus sagt den Korinthern in 1. Korinther 3, 1 und 2, liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Das heißt, die Erneuerung unseres Lebens vollzieht sich nicht auf einen Schlag. Am Anfang unseres Glaubens ist noch vieles ganz alt und wenig erst neu. Der Großteil an mir ähnelt noch der Welt und nicht Christus. Durch das geistliche Wachstum fange ich aber an, zu geben, anstatt zu nehmen.
Am Anfang nehme ich vor allem, anstatt zu geben, und brauche in vielen Dingen einfach geistliche Anleitung, Erklärung und auch Richtlinien. Aber im Laufe der Zeit werde ich eben eigenständiger. Ich lerne mehr, eigenverantwortlicher, aktiver, und ich lerne mehr, anderen zu geben. Wer also nicht in dieser Babyphase mit Schnuller im Mund und Flasche in der Hand stehen bleiben möchte, der sollte eben geistlich wachsen. Warum sollte das so sein? Warum sollten wir geistlich wachsen? Ich denke zunächst mal, weil es einfach normal ist. Wenn ich als gesunder, aktiver, im Leben stehender Christ mit 45 Jahren, überzogen gesagt, noch Flanellbilder brauche, um geistliche Wahrheiten zu erkennen, oder zu jedem Badetag eine selbstgezimmerte Arche mit in die Wannen nehme, dann ist da höchstwahrscheinlich irgendetwas falsch gelaufen in meinem Glaubensleben. Wenn ich geistlich nicht wachse, dann wird mein Christsein langweilig werden. Wir haben in Hilchenbach, wo ich wohne, eine Reha-Klinik mit einem wunderschönen Park, und wir haben einen Hund, und wenn ich an einer bestimmten Stelle morgens oder abends, weil einfach nicht viel Zeit da ist, nach links abbiege, dann bleibt der Hund stehen und schaut mich an und sagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nicht wieder durch diesen Park. Hier kenne ich alles. Es ist langweilig für ihn. Er schleicht nur noch langweilig hinterher. Es ist Routine. Wie anders sieht das aus, wenn man den ins Auto packt und einen neuen Weg geht, eine neue Runde? Wenn wir nicht wachsen, wenn wir nicht in Bewegung bleiben, dann werden Desinteresse und mangelnde Begeisterung die Folge sein. Wachstum hat immer mit Bewegung zu tun. In Hebräer 12, Vers 12, wo es um den Lebensweg von Nachfolgern geht, steht in Vers 12, stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße, dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Vielleicht kennst du das. Du bist schon einige Jahre gläubig, die Milchphase liegt hinter dir, dein Glaube hat sich entwickelt, du hattest Verantwortung übernommen, du wurdest verbindlich. Und nun machst du eine Feststellung, seit einiger Zeit, vielleicht seit Monaten oder sogar Jahren, trittst du geistlich auf der Stelle. Dein Eifer und deine Begeisterung für den Glauben haben nachgelassen. In vieles, was du glaubst, hat sich eine gehörige Portion Zweifel eingeschlichen. Das, was du geglaubt hast, hat irgendwie nicht so funktioniert oder ist plötzlich wirklich nicht mehr glaubwürdig. Du spürst eine innere Trägheit und Antriebslosigkeit und irgendwie bewegt sich in deinem Glauben auch nichts mehr. Du machst eigentlich kaum noch Erfahrungen mit Gott. Auch klare Gebetserhörungen sind Mangelware. Du fühlst dich irgendwie blockiert. Hürden und Probleme im Leben und im Glauben werden nicht angepackt oder überwunden. Und es braucht unheimlich lange, bis dich noch irgendetwas inspiriert. Bibellesen bringt nur wenig neue Erkenntnis. Beten ist anstrengend und Gemeinde ist mehr Pflicht als Vorrecht. Du erlebst ein wachsendes Desinteresse an geistlichen Dingen. Du musst zugeben, du bist geistlich nicht mehr in Bewegung. Da wächst nichts mehr. Du bist im Durchhaltemodus. Was tun? Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Die Bibel kennt diesen Zustand, wenn sich nichts mehr bewegt, wenn die Hände schlaff und die Knie gelähmt sind. Und der Rat, den sie gibt, lautet, mach wieder Schritte mit deinen Füßen. Es muss unser erklärtes Ziel als Gemeinde sein, Christen dabei zu helfen, dass wieder etwas in Bewegung kommt, dass sie geistlich wieder wachsen, dass dieser Glaube wieder von Bedeutung wird in ihrem Leben. Menschen, die auf der Stelle treten, brauchen geistliches Wachstum. Nachfolge bedeutet immer Bewegung. Was ist aber mit dem, der aktuell in so einer Wachstumskrise steckt? Arrangier dich nicht mit dieser Situation, weil sie ist nicht normal. Auch wenn Satan alles versuchen wird, dich genau das glauben zu lassen. Jesus spricht davon, dass er uns verherrlichen will, von einer Herrlichkeit in die andere. Es ist nicht normal, wenn ich auf meiner Spielekonsole oder Playstation oder wie die heißen, immer nur im ersten oder im zweiten Level spiele. Es wird dann irgendwie langweilig. Und irgendwann höre ich ganz auf zu spielen.
Wenn unsere Gesprächsthemen sich immer darum drehen, wer in dem Gemeindeboot wo sitzt und wer am Ruder ist und wer sich um die Segel kümmert, wer das Deck schrubbt und wer für die Verpflegung zuständig ist, dann wird es langweilig. Wenn ich, wenn du persönlich, wenn wir als Gemeinde es nicht wagen, auf Jesu Aufforderung das Boot zu verlassen, dann werden wir auch nie herausfinden, ob es trägt, das Wasser. Was tue ich, wenn geistliches Wachstum in meinem Leben nicht mehr stattfindet? Das Erste ist, gestehe es dir ein und dann sag bitte nicht, das ist meine Privatangelegenheit, das geht niemand etwas an. Denn wie war das noch mit den Gliedern am Leib, wenn das Auge sagt, ich will nicht mehr oder der Fuß? Nicht zu wachsen oder sogar nicht wachsen zu wollen betrifft nie nur Einzelne, sondern letztlich immer die ganze Gemeinde. Gesteh es dir ein und dann tu Buße. Am besten nicht allein, denn dann hast du direkt einen Begleiter, der dir beim Tritten hilft. Stell dich auf deine zitternden Knie und folge wieder nach. Das hört sich ziemlich einfach an und unspektakulär. Und mancher wünscht sich vielleicht eher ein Handbuch. Aber so läuft das eher in der Welt, nicht bei Jesus. Denk an den verlorenen Sohn und was da gelaufen ist und wie viele Gedanken er sich vor dem Treffen mit seinem Vater gemacht hat. Sein Vater lief ihm entgegen, umarmte ihn und hat dann den Grill angemacht. Das Dritte und Letzte, authentisches Leben. Man könnte für authentisches Leben auch ehrliches oder echtes Leben sagen. Das heißt, ich stehe zu meinen Überzeugungen und lebe sie. Das, was ich vorgestern gesagt habe, das hat auch übermorgen noch Wert. Bei einer von Emnet durchgeführten Umfrage zum Thema Werte haben 1002 befragte Deutsche Ehrlichkeit mit 74% auf Platz 1 gewählt. Die Welt wünscht sich nichts so sehr wie Ehrlichkeit, Authentizität. Und wir sind die, die es in ihrem Programm haben. Verrückt, oder? Das heißt doch, eigentlich müssten uns die Leute hier die Bude einrennen. In Wirklichkeit sieht das aber alles ein bisschen anders aus. Ich glaube, der größte Vorwurf, der Christen von Nichtchristen gemacht wird, ist, dass sie nicht echt sind. Ihr redet sonntags von Liebe und seid montags lieblos. Ihr redet sonntags von Demut und spielt euch den Rest der Woche auf. Ihr redet sonntags von einem Gott, den ich den Rest der Woche in eurem Leben nicht erkennen kann. Ihr seid alles, aber nicht authentisch. Ich bin davon überzeugt, dass Christen authentisch sind. Die Frage ist nur, wann? Montags bis samstags, also im Alltag, oder sonntags? Das heißt, bin ich von montags bis samstags der echte Martin mit meinem Egoismus, mit meinem Stolz, mit meiner Härte, meinem Sarkasmus, meinem über andere reden, meiner Lieblosigkeit? Und sonntags bin ich ein anderer? Bin ich also vielleicht heute Morgen überhaupt gar nicht hier? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man kann eigentlich nur das leben, was man wirklich ist. Und hier ist es auch wieder wie bei den anderen Punkten. Eins baut auf das andere auf. Wenn ich nicht Gott hingegeben bin, wenn ich nicht in seiner Nähe bin, wenn ich nicht bereit bin, geistlich zu wachsen, dann werde ich mein Christsein auch niemals authentisch leben können. Dann wird das nämlich ein Krampf und ein Kampf. Und das hat nichts mit der Freiheit zu tun, in die Christus uns führen möchte. Wenn ich Gott hingegeben bin, wenn ich geistlich wachse, dann wird das authentische Leben von alleine kommen. Das ist keine Arbeit oder keine Entscheidung. Es passiert einfach. So wie man uns ansehen kann, ob wir fröhlich sind oder traurig. Hingabe, Wachstum, ehrliches in Christus gekündigtes Leben ist in erster Sache etwas, was den Einzelnen betrifft. Dann aber auch Sache unserer Gemeinden. An welcher Stelle steht Jesus in unserem Leben, in unseren Gemeinden? Einer der größten Bäume dieser Erde ist der Sequoia, ein sogenannter Küstenmammutbaum. Er wird zum Teil über 110 Meter hoch und hat einen Stammdurchmesser von bis zu 7 Metern. Und das Interessante an diesem Baum ist, dass er trotz seiner Höhe ein sogenannter Flachwurzler ist, also wie unsere Tannen und Fichten, die beim Kyrill alle umgefallen sind. Und trotzdem fallen diese Sequoias nur sehr, sehr selten um. Woran liegt das?
Zum einen nehmen die Wurzeln am Fuß des Baumes eine unwahrscheinlich große Fläche ein, bis zu einem Hektar, also 10.000 Quadratmeter. Und zum anderen verbinden und verflechten sich die Sequoias mit den Wurzeln der anderen umstehenden Sequoias und bilden so eine unwahrscheinlich starke Einheit, die sie nicht umfallen lässt. Ich weiß, dass der Vergleich jetzt hinkt, weil wir ja alle in Christus verwurzelt sind, aber lass den Gedanken noch bitte mal kurz zu. Die Nachfolge, die Hingabe, das Wachstum, das Leben einer Gemeinde werden bestimmt durch die Hingabe, das Wachstum, das Leben ihrer einzelnen Glieder. Du bist Gemeinde. Und da, wo du keinen Wert auf Hingabe, Wachstum und ehrlichen Lebensstil legst, ziehst du deine Wurzeln aus dem Geflecht und machst nicht nur dich selbst, sondern auch die anderen anfälliger für die Stürme des Lebens. Aber da, wo du anfängst, Freiräume zu schaffen für die Begegnung mit Jesus, wird sich dein und das Leben deiner Gemeinde verändern, und zwar sonntags und montags. Amen.